Moinsen, Freunde der Sonne. Willkommen zu einem neuen Video. Heute wird sich alles mal um Pedale drehen. Und wir beantworten heute mal die Frage, was soll ich mir denn eigentlich kaufen? Oder was empfiehlst du eigentlich, Dizzy? Da habe ich ja nun die letzten paar Wochen bzw. Monate sehr viele Menschen konsultiert haben und relativ häufig fragen, was soll ich mir denn jetzt eigentlich an Hardware kaufen, habe ich mir dazu mal was überlegt. Lasst uns kurz mal ein bisschen Aufklärung betreiben. Das wichtigste Stück Hardware, was du dir im Simracing kaufen kannst, sind Pedale. Warum ist das denn jetzt das Wichtigste? Auf der Bremse gewinnt man am meisten Zeit. Denn hast du eine gute Bremse und kannst dein Auto wirklich am maximalen Limit bewegen, hast du sehr viel gewonnen und wirst auf Dauer definitiv schneller werden. Somit ist das hier eins der wichtigsten Stücke, die du dir kaufen kannst für dein Simrig. Wenn nicht sogar das Wichtigste. Und ich habe mir jetzt die letzten paar Wochen diesbezüglich mal Gedanken gemacht, wie ich euch das am besten verklickern kann, was da für euch, für dich, beziehungsweise was ein potenzielles Upgrade für dich wäre. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, Empfehlungen auszusprechen. Um da kurz auszuholen und einen kleinen Disclaimer zu geben. Es ist nun so, dass über die Zeit, die ich jetzt die Hardware zu mir nach Hause bekomme und testen kann, ein, zwei Mal schon passiert, dass Freunde mich gefragt haben, was sie sich kaufen sollen. Mein liebstes Beispiel dazu ist immer Error, mein Teamkollege, der mich gefragt hat, Nils, was soll ich mir denn jetzt für ein Lenkrad kaufen? Und ich habe ihm gesagt, du Mensch, das Polsimmer-Lenkrad ist für den Preis auf jeden Fall eine richtige Rakete und du musst dafür nicht deine Niere verkaufen, um dir dieses Lenkrad zu holen. Andreas hat sich das Lenkrad gekauft, es kam bei ihm zu Hause an. Es ist ein gutes Lenkrad, aber nicht für seine Bedürfnisse gemacht. Und an diesem Punkt, also mit diesem Punkt, ist mir über die Jahre oder über das letzte Jahr bewusst geworden, dass meine Empfehlungen eigentlich absoluter Käse sind. Denn was du dir am Ende kaufst und zu dir nach Hause holst, muss für dich passen und nicht für mich. Jetzt habe ich mich mal hingesetzt und alle Pedale genommen, die ich bei mir zu Hause hatte. Keine anderen. Ich möchte extra immer noch mal dazu sagen, dass ich zu Pedalen, die ich nicht zu Hause habe oder keine Hardware, die ich zu Hause hatte, nichts sagen kann und auch nichts sagen werde, weil damit müsste ich ins Blaue raten und das finde ich persönlich nicht schön und würde auch meine Glaubwürdigkeit am Ende ein bisschen in den Schatten stellen. Deswegen habe ich jetzt alle Pedale, die ich im letzten Jahr zu Hause hatte, mal kategorisiert und eingeteilt. So habe ich beispielsweise die Pedale hier. Das sind Moser SRP, wie man hier hinten sehen kann, mit Elastomere und Federn. Die Simmagic P1000, die mit Elastomere funktionieren. Und wir reden hier an der Stelle von der Bremse. Oder die Asetec Invicta, die hydraulisch sind. Somit habe ich erstmal alle Pedale in drei Kategorien eingeteilt. Die Kategorien belaufen sich auf Federn, Elastomere und hydraulisch. Dazu habe ich auf meiner Homepage eine Übersicht geschaffen, die du dir angucken kannst, wo Rahmenparameter erklärt werden, wie zum Beispiel Feder, Elastomere und hydraulisch, wie sich das ungefähr anfühlt und was da so die Unterschiede sind. Des Weiteren habe ich alle Pedale eingeteilt nach dem Preis. Es gibt Menschen, die gucken nach Pedalen unter 500 Euro bzw. unter 1000 Euro bzw. über 1000 Euro. Nach Zweier- und Dreier-Sets. Weil es gibt Menschen, die brauchen keine Kupplung und dann gibt es Menschen, die brauchen eine Kupplung. Des Weiteren habe ich das Ganze noch eingeteilt in Modbarkeit. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwann sagst, du, ich kaufe mir die Invicta, aber ich mag die Pedal Caps nicht. Gibt es dafür welche auf dem Aftermarket, beziehungsweise würde ich etwas kriegen von Asetec? Das Ganze habe ich auch mit in die Übersicht gepackt, damit du für dich feststellen kannst, kann ich später meine Pedale nochmal upgraden oder nicht. Und daran, anhand dieser Parameter, kannst du für dich festlegen, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis passt oder nicht. Jetzt kommt der Kicker an der ganzen Sache. Die meisten Menschen wissen noch nicht so genau, ob sie gerne hart bzw. Weichbremsen und welchen Typ an Bremse sie gerne haben wollen. Und das habe ich versucht auch in dieser Übersicht für dich persönlich zu erklären. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt eine Pedalerie nehmen, wie diese, die mit Elastomeren arbeitet, geht das näher in die Richtung des normalen Autos, was du tagtäglich fährst. Wenn du jetzt beispielsweise etwas mit Federn nehmen würdest, was ich jetzt leider gerade hier nicht habe zum Zeigen, außer wir nehmen die kleine Feder, die hier hinten drin ist, hast du dort ein anderes Bremsverhalten und hast auch die Möglichkeit, dort
aufgrund von unterschiedlichen Federn die Härte der Bremse zu ändern. Wenn wir jetzt hydraulisch nehmen, wie die Asitec Invicta, die einen wirklich sehr harten Endstop haben und du da reinjacken kannst wie so ein Varney und du im Grunde genommen eigentlich mit den Pedalen Bodybuilder werden kannst auf dem linken Bein, wenn du mit dem linken bremst, dann ist das wahrscheinlich auch was für dich. Und so habe ich jetzt auf der Homepage für dich alles rausgesucht, alles gesammelt und alles an einen Fleck gemacht. Ich werde jetzt über die Zeit, werde ich das weiterhin pflegen und ich werde das Ganze für euch immer wieder aufbereiten und alles, was ich dazu bekomme an Pedalerie und was ich testen kann, dort mit hinzufügen. Jetzt wird bei dem einen oder anderen wahrscheinlich eine Frage aufgekommen sein im Laufe des Videos, und zwar das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich persönlich als Reviewer kann zum Preis-Leistungs-Verhältnis nicht wirklich viel sagen. Aufgrund der Parameter, die ich euch vorher gegeben habe. Für mich beispielsweise als Dizzy, und das ist jetzt ein Unterschied, sind die P1000 richtige Banger-Pedale. Aufgrund der Modbarkeit, aufgrund der Veränderungen, die du vornehmen kannst mit den Haptikmotoren, beziehungsweise der Einstellbarkeit, beziehungsweise des Umbaus auf hydraulisch etc. pp. Jetzt kann ich sagen als Dizzy, ja, das ist ein absolut mega Preisverhältnis für 499 Euro das Zweier-Set. Aber wenn das jetzt bei dir zu Hause ankommt und du das für dich persönlich überhaupt nicht magst, weil die Bremse oder die Pedale dir überhaupt nicht zusagen, ist für dich das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Pedale absoluter Much. Und genau das möchte ich an der Stelle vorbeugen mit diesem Video. Ich möchte nicht für deinen Kauf zuständig sein, beziehungsweise deinen Kauf für dich entscheiden. Was ich aber machen möchte, um dir das zu erleichtern, dir alle Informationen geben, die notwendig sind, um rauszufinden, ob das was für dich ist oder nicht. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr mich nicht jederzeit fragen könnt, wenn ihr zu irgendwelchen Pedalen bzw. Hardware irgendwas habt, wo ihr euch noch nicht ganz so sicher seid. Es gibt natürlich Momente, wo ich etwas vergessen habe, und das ist definitiv auch menschlich, und im Nachgang kann ich euch dabei immer helfen. Das heißt, falls ihr irgendwann mal YouTube-Kommentare schreibt oder in den Stream kommt und Fragen zu gewissen Pedalen habt, könnt ihr sie mir gerne stellen und ich versuche euch dabei zu helfen, denn ich möchte, dass ihr zu Hause für euer Geld das bestmögliche Produkt kriegt und am meisten Spaß habt. Ich hoffe, dass die Übersicht bzw. dieses Video euch in gewisser Art und Weise geholfen hat, euch zu entscheiden, was ihr kaufen möchtet oder nicht. Ich möchte jetzt hier an der Stelle nochmal erwähnen, ich gehe jetzt explizit hier nicht auf die Pedale ein, denn dazu gibt es Videos, die ihr euch ansehen könnt, sehr im Detail, weil das sonst hier ein bisschen ausarten würde und dann wäre das Video 80 Stunden lang. Deswegen könnt ihr euch auch auf der Homepage die Videos anschauen, die sind dort auch alle aufgelistet von den Produkten, die ich getestet habe, und dann könnt ihr im Detail reingucken. Ihr findet in der Videobeschreibung den Link zu der Liste, die ich erstellt habe, dort sollte alles drauf sein. Ihr könnt mich aber auch gerne darauf aufmerksam machen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Wie gesagt, das kann durchaus mal passieren. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir diesbezüglich mal etwas Feedback geben könnt, ob das hilfreich ist für euch und ob wir das vielleicht noch hilfreicher gestalten können für euch, damit die Entscheidung, was ihr euch kauft, euch ein bisschen leichter fällt. Da möchte ich mich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön, dass du dir dieses Video angesehen hast. Und an dieser Stelle geht ein sehr, sehr großes Dank an euch alle, dass ihr euch jedes Mal die Zeit nehmt, wunderschönes Feedback zu schreiben, mit dem wir arbeiten können. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im Livestream oder in den Kommentaren. Lass es dir gut gehen. Bis denn, Dansen. Ciao, Kakao.